Hallo alle DJI Mavic 1 Piloten. Vor einiger Zeit habe ich mir dieses Tablet gekauft. Das ist das Samsung Galaxy S3. Ich hatte mich vorher im Internet ein bisschen informiert, ob es möglich ist, damit zu fliegen. Und ich habe nichts Negatives gehört. Aber es hat nicht funktioniert mit der DJI App. Daraufhin bin ich auf die Litchi-App ausgewichen und da hat es tadellos funktioniert. Es funktioniert in dem Sinne nicht oder hat nicht funktioniert, wenn man geflogen ist, also wenn die Drohne unten ist und die Propeller liefen, war alles okay. Sobald man abhebt, dann hat man alles so kleine Zuckerklötzchen, unscharf, das Bild ist verwischt, also kann man gar nicht mitfliegen oder konnte man nicht mitfliegen. Gestern kam ein Upgrade von DJI zur App und seitdem funktioniert es wunderbar. Ich kann euch das mal demonstrieren. Vorher bin ich auf die Litchi App ausgewichen, tadellos, einwandfrei, aber anscheinend haben die jetzt auch was gemacht bei DJI, dass auch andere Tablets funktionieren. Take off. So, hier in diesem Stadion war es schon, dass man also gar nichts mehr erkennen konnte. Wir fliegen mal runter zur Beach. Ein tadelloses Bild. Aber eins war gut, ich habe mich mal wieder mit der Litchi App beschäftigt. Ich werde euch in den darauffolgenden Filmen mal zeigen, was man alles mit der Litchi App machen kann. Ich habe jetzt auch gehört, dass die Mavic 2 auch eine überarbeitete Version hat, über Waypoints zu fliegen, die man auch vorab speichern kann. So, mit den Bildern möchte ich mich von euch verabschieden und wünsche euch einen guten Flug.